Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyrim. Dir auch einen schönen guten Tag, Lydia. Also, das Erste, was ich jetzt mache, einmal kurz. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, wo ist sie denn? Stimmt, die ist leer. Dann füllen wir die doch mal gerade für dich auf, Lydia. Blutdurst mit Tee. Oh. Falsche Taste. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, ja, ich weiß. Hier, nimm deine Waffe zurück. So, was ist in der letzten Folge passiert? Was passiert ist, ist ganz einfach. Wir waren in dieser Bronze-Wasserhöhle. Nein, wir waren in diesem... in dieser Zwergen-Ruine. Jetzt muss ich... ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Bodenloses Loch, Bergandung. Ja. Ja. Ach da, Irgendtand. Wir waren in Irgendtand und haben die Diebesgilden-Quest beendet. Was heißt beendet? Wir haben jetzt noch die Rückkehr der Finsternis, also betritt das Dämmergrab. Da will ich jetzt einmal auf der Karte gucken, wo ist denn das? Ach, da hinten waren wir schon. Stimmt, das haben wir durch Zufall aufgedeckt, ne? Haben wir. Ich bin dafür, wir bringen das wirklich zu einem kompletten Ende. Und das bedeutet, wir bringen den Schlüssel. Weg. Was willst du? Wo führst du mich hin? Nirgendwo hin. Gut. Leerer Bienenstock. Ja, wir gehen hier jetzt rein. Wir bringen den Skelettschlüssel zurück und schauen mal, was uns da drin so begegnet. Und danach kehren wir zurück nach Markarth und machen auch dort die Zwergenruine fertig. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Da, wo halt diese komische, dicke Spinne war. Nimhe, die Vergiftete. Erst einmal umschauen. Und dann können wir uns gleich mit dem Geist abprügeln. Aber es sieht so aus, als ob der sich gar nicht prügeln möchte. Er möchte scheinbar nur mit uns reden. Sonst wird er da nicht so gechillt stehen. Hier scheint es nichts zu geben. Nachtigallwächter. Ich erkenne euch nicht, aber ich spüre, dass ihr zu uns gehört. Wer seid ihr? Dieselbe Frage könnte ich euch stellen. Der letzte der Nachtigallwächter. Ich verteidige die Grabstätte schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Und das ganz allein. Der Letzte? Was ist mit den anderen passiert? Wir wurden von einem der unseren verraten. Tatsächlich trage ich die Schuld für das, was hier geschehen ist. Wieso tragt ihr die Schuld? Ich war verblendet. Verblendet von dunkelster Heimtücke, die sich als Freundschaft ausgab. Wäre ich wachsamer gewesen, hätte Mercer Frey mich nicht in mein Verhängnis locken und den Skelettschlüssel stehlen können. Wartet mal. Ihr seid Gallus. Ich habe diesen Namen schon lange nicht mehr gehört. Woher kennt ihr mich?
Ich habe den Schlüssel. Der Schlüssel? Ihr habt den Skelettschlüssel. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Und Mercer frei? Tot. Dann ist es vorüber. Und mein Tod war nicht umsonst. Ich schulde euch viel, Nachtigall. Naja, eigentlich wollen wir ja nur reich werden, aber wir wären auch so reich, also das habe ich für die Gilde getan. Ihr wart der Gilde eine große Hilfe. Und auch wenn sie es nicht zeigen mag, bin ich mir sicher, dass sie eure Opfer zu schätzen weiß. Ich bedauere nur, dass ihr diese Aufgabe allein bewältigen musstet. Kalia, eure Kalia hat mir geholfen. Kalia, sie lebt noch. Oh ja. Ich fürchte, sie hat dasselbe Schicksal ereilt. Sie fiel Mercers Verrat zum Opfer. Dann nehmt den Schlüssel und bringt alles wieder in Ordnung. Nichts würde mich stolzer machen, als den Schlüssel zurückzubringen. Aber das ist leider nicht möglich. Seit dem Augenblick meiner Ankunft hier spürte ich, dass ich sterbe. Wie kann ein Geist sterben? Die Grabstätte ist nicht nur ein Tempel oder Gewölbe, in dem der Schlüssel aufbewahrt wird. Sie beherbergt den Schattensee, die Schwelle zu Nocturnals Reich des ewigen Zwielichts. Als Mercer den Schlüssel stahl, wurde der Schattensee versiegelt und unsere Verbindung zu ihr extrem geschwächt. Dann werde ich alleine weitermachen müssen. Leider ja. Meine Kräfte schwinden und ich spüre, wie ich davongleite. Die Jahre ohne eine Wiederherstellung meiner Kraft haben ihren Tribut gefordert. Der Schaden, der bereits angerichtet wurde, kann nur behoben werden, indem er dem Pilgerpfad zum Schattensee folgt und den Schlüssel ersetzt. Was stimmt mit den anderen Nachtigallen, welche dann nicht? Ich fürchte, die Schließung des Schattensees und die plötzliche Trennung vom Reich des ewigen Zwielichts hat sie drastisch verändert. Sie sind nur noch Schatten dessen, was sie einst waren. Sie erinnern sich weder an ihre eigentlichen Ziele, noch ihre einstige Identität. Warum seid ihr nicht wie sie? Mein Geist hat sich nicht sofort in der Grabstätte manifestiert. Also war ich nicht anwesend, als der Schattensee versiegelt wurde. Seit diesem Tag spüre ich jedoch, wie meine Kraft schwindet, wie sie mir langsam entgleitet. Was wird mir auf dem Pilgerpfad begegnen? Ich wünschte, ich könnte euch helfen. Aber ich bin seit dem letzten Vierteljahrhundert in dieser Kammer gefangen. Die einzige Hilfe, die ich gefunden habe, sind die Überreste eines armen Burschen, der in eure Fußstapfen treten wollte. Vielleicht hilft euch ja sein Tagebuch weiter. Welchen Einfluss hat der Schattensee auf uns? Der Schattensee ist eine Verbindung, über die Nocturnal unsere Welt beeinflusst. Nicht durch Magie oder göttlichen Segen, sondern einfach durch Glück. Glück ist bedeutungslos für das, was wir tun. Hä? Ach so. Glück ist bedeutungslos. Für das, was wir tun, benötigt man Können. Ja, natürlich. Eure Fertigkeit habt ihr euch selbst erarbeitet. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Aber Nocturnal beeinflusst unser Glück. Die fast unbemerkbare Hilfe, die wir erhalten, wenn wir unserem Gewerbe nachgehen. Wie kann das die Dinge verändern? Denkt doch einmal an die Gilde. In welchem Zustand sie war, als ihr kam. Denkt an all die kleinen Dinge, die ihr vielleicht gehört habt. Ein Dietrich, der brach, obwohl er nicht sollte.
Wolken, die zur falschen Zeit vom Nachthimmel ziehen. In Momenten wie diesen unterscheidet uns unser Glück von gewöhnlichen Banditen. Und nun, da der Schattensee geschlossen ist, ist auch unser Glück am Ende. Exakt. Es gibt nur wenige, die Dr. Nal noch immer die Glücksdame nennen. Und das aus gutem Grund. Viel Glück, Nachtigall. Dann holen wir uns mal schnell das Tagebuch. Na, ich hätte hier hinten besser gucken sollen, dann hätte ich es vielleicht schon gehabt. Oh, was bist du denn? Vulkanglas-Kriegsaxt der Betäubung. Oh, ich sollte vielleicht erst schnell ein paar Sachen wegbringen. Wir lesen jetzt erst das Buch. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich von Anders zu diesem Unterfangen habe überreden lassen. Er sprach davon, dieser Ort stecke voller Reichtümer. Aber ich habe noch keine einzige Goldmünze zu Gesicht bekommen. Und was alles noch schlimmer macht, die Priester beginnen langsam Verdacht zu schöpfen, dass wir gar nicht die sein könnten, für die wir uns ausgeben. Sollten sie dahinter kommen, dass wir nur so tun, als wären wir Priester Nocturnals, werden sie uns garantiert nicht einfach nur höflich zum Gehen auffordern. Was? Ach so. Ich muss jetzt besonders vorsichtig sein. In meiner Rolle als Alt... Was ist denn heute los? In meiner Rolle als Altardiener Nocturnals wurde mir ein Mentor zugewiesen. Ein alter Dunkelelf namens Litelus. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich ihm vielleicht ein paar Informationen über den Pilgerpfad entlocken. Anders schwört, sämtliche Schätze des Tempels wären im inneren Heiligtum verwahrt, das sich am Ende des Pfades befinde. Meine Aufgabe ist es also, uns durch die Hindernisse zu manövrieren, die davor liegen. Litelus war leichter zu überlisten, als ich erwartet hatte. Er erwies sich als wahre Fundgrube, was den Pilgerpfad angeht. Allerdings sprach er stets in Rätseln. Ich werde versuchen, hier niederzuschreiben, was er mir verriet, und es anders zeigen. Wenn er mit seinem Mentor fertig ist, das Einzige, worüber Litelus sich tatsächlich im Klaren zu sein schien, war, dass der Pfad 5 Prüfungen umfasst, ansonsten sagte er Folgendes darüber. Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis, sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Über allem stehen sie, in ewiger Wacht, Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt vom Licht. Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle, denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, was weder gesehen, noch gefühlt, noch getragen werden kann. Direkt und doch nicht direkt. Der Weg zur Erlösung führt über die Straße der Gerissenheit, denn die Dummen werden vom Schicksal betrogen. Die Reise ist vollendet, die Umarmung der Fürstin erwartet die Gefallenen. Zögert nicht, eurem Wunsch nachzugeben. Ihr eure Ewigkeit Ergebenheit zu schenken. Abgesehen davon murmelte er noch verschiedensten Unsinn wie die Nacht ist der neue Tag und dass sie der Geist der Sonne sei. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was diese kryptischen Anspielungen bedeuten sollen, aber ich bin guter Hoffnung, dass Anders und ich all unser gesammeltes Wissen beim morgigen Ritual auf die Probe stellen werden. Ja, das könnte durchaus passieren. So. Wir sehen uns gleich wieder. Ganz kurzen Moment. Sind wir auch schon wieder zurück? Ich habe jetzt mal schnell unser Inventar so ein bisschen entleert. So. Wir latschen jetzt mal direkt ins Dämmergrab. Folge dem Pilgerpfad. Das tun wir.
glaube zwar nicht, dass es hier viel zu mopsen für uns gibt. Aber lieber weniger dabei haben als zu viel. Ja, lass den Tod ruhig kommen. Elfenpfeile kann man mitnehmen. Ich wollte nicht das Leintuch. Huch, was bist du denn? Kannst du mal bitte aufhören? Oh. Oh Gott. Schaden. Ah, ich habe vergessen, die Schriftrollen abzulegen. Naja, was soll's. Kräftigen Heile. Durch den Knopf habe ich scheinbar irgendwas aktiviert. Ich weiß aber nicht was. Oh, Gold. Und mehr Bücher. Ich nehme hier jetzt keine Bücher mit. Wie gesagt, ich... wenn das Spiel durch ist, werde ich sie alle einmal über diese... über den Konsolenbefehl... besorgen und dann fange ich an, die auch zu lesen. Ich nehme nur noch die mit, die wirklich einen hohen Wert haben, die mir auch tatsächlich etwas bringen. So, einmal schnell. Oh. Das hier war also der Knopf hier. Ja, das war der Knopf. Aber es klingt so, als ob irgendwo noch was auf bzw. zugeht. Oder ist das nur, dass wir sich nach vorne schiebt? Okay, das ist nur, dass wir sich nach vorne schiebt. Alles klar. Becher, davon brauchen wir nichts, brauchen wir nichts. Knoblauch kann liegen bleiben. Willkommen, meine Brüder und Schwestern. Okay. Gott, ist das dunkel hier.
Ich weiß, ich darf nicht ins Licht, aber ich wollte jetzt... Echt jetzt? Ich wollte jetzt einfach mal gucken, was ich von dem wohl bekomme. Ich... Achso, ich bin vergiftet. Ich kann also gerade nicht warten. Ich bin ehrlich, ich würde mir hier gern mal alles angucken, ne? Auch gucken, was die anderen Banditen noch so haben. Der eine, der eigentlich da vorne noch liegt. Ach ja. Ich werde jetzt mal versuchen, besser aufzupassen. Ich werde es versuchen, das heißt nicht, dass ich das schaffe. Darum schleichen wir hier jetzt auch mal ein bisschen lang. Hier scheint nichts zu sein. Toll, jetzt habe ich die scheiß Holzschale mitgenommen, die wollte ich aber gar nicht. Ich muss... Ich glaube... Okay, ich glaube falsch. Ich war jetzt der Meinung, ich muss hier was in die Hand legen und dann geht die geheime Tür hinten erst auf. Aber das war falsch gedacht. Eigentlich ist das sehr schade, dass ich den Skelettschlüssel abgebe. Weil mit dem Ding kriegt man schließlich jedes Tor auf. Ohne dass er zerbricht. Aber ich habe den in noch keinem Spielstand, den ich bisher hatte, wirklich direkt zum Anfang zurückgebracht, sondern ich habe ihn immer bis zum Ende behalten. Und das war, möchte ich fast behaupten, nicht so gut. Achso, ihr könnt durch Wände gehen. Achso, das ist gar keine Wand, das ist ein Durchgang. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Aber danke für den Hinweis. Oh nein. Oh Gott, ich war schon wieder so doof und habe nicht gespeichert. Frage, warum guckt ihr euch das hier eigentlich an?
Nein, ich komme euch holen. Das macht es gerade einfacher. Ich komme schon, warte. Alter. Ich hab doch überhaupt keinen... wirklich keinen schlechten Effekt. Warum kippe ich denn so schnell um? Meine Bekleidung ist nicht schlecht. Die ist recht gut sogar. Wenn ich die anlege, falle ich erst recht schnell um. Die Fertigkeitspunkte sind verteilt. Ach Mann. Ich laufe doch mal schnell durch. Moment, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt mal ein bisschen... Also, wir sind jetzt gerade... hier bei dieser Statue, bei diesem geheimen Durchgang. Ich wollte euch das alles jetzt nicht nochmal zeigen. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich gehe hier jetzt einfach mal so lang. Ich weiß, ich brauche hier eigentlich nicht durch. Ja, lass mich durch. Ich gehe hier jetzt durch. Ja, ich frage einfach gar nicht. Ich wäre auch da durchgekommen, aber was soll's. Genau, das ist das Allerheiligste. Ich möchte aber trotzdem noch einmal hier lang. Ich möchte nämlich gucken. Da sind die Wächter. Die hätten wir uns einfach vorbeischleichen können. Da unten gibt es aber noch so ein paar Sachen zum Mopsen und eigentlich möchte ich die ganz gern haben. Ebenerzpfeil? Nein. Eisenpfeil, Eispfeil, Eisspalter, Elfenpfeil. Knochenpfeil. Wenn ihr schon freiwillig so nah kommt, dann kriegt ihr auch welche mit dem Hammer übergezogen. Ich wollte gerade sagen, warum treffe ich den denn nicht? Jetzt können wir uns hier richtig austoben und mal rumschauen. Und wahrscheinlich war das alles zwecklos, weil es hier gar nichts Tolles gibt. Beschädigtes Buch.
Frostsalze. Grundlagen der Schlossmechanik, die nehmen wir natürlich mit. Jagdbogen bringt nichts, das bringt alles nichts. Gift der Ausdauer. Habe ich irgendwas an den Füßen? Wieso bin ich unsichtbar? Okay, ich hinterfrag das jetzt nicht. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und dann hoffe ich, dass wenn wir durch diese Tür gehen, alles wieder normal ist. Nein, ist es natürlich nicht. Ist es natürlich nicht. Ja, anders Notiz. Ich fasse es nicht. Da bin ich so weit gereist, habe all diese albernen Rätsel gelöst. Und alles, nur um hier zu enden, nachdem ich mir Nystroms Hinweise, die er von Lythellos erfahren hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Allerdings scheint mir nun das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest. Und habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier wieder herauskommen soll. Hoffentlich. Hoffentlich kommt bald jemand. Ich bekomme langsam Hunger. Ich wollte gerade nach den Rätseln gucken. Skelettschlüssel ersetzen. Schattenseeschloss. Es sind einige Jahre vergangen, seit ich einen Fuß in eure Welt gesetzt habe. Oder vielleicht auch nur einige Augenblicke. Man verliert so leicht den Überblick. Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen und ein Champion bringt ihn zur Grabstätte zurück. Jo. Nun, da der Schattensee wiederhergestellt wurde, steht ihr vor mir und hofft auf ein Lob. Ein Tätscheln eures Kopfes, einen Kuss auf eure Wange. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Fürchtet euch nicht, ihr sollt euren Tand schon bekommen.
eure Gier nach Macht, euren Hunger nach Reichtum. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken, denn hier wird der Agent von Nocturnal geboren. Der Eid ist geschworen, die Würfel sind gefallen, und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Lebt wohl, achtet darauf, dass der Schlüssel diesmal hier bleibt. Wie ist die jetzt so schnell hierher gekommen? Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Zufrieden? Sie klang eher gleichgültig. Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das ist eben ihre Art. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig. Doch insgeheim ist sie zufrieden. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Was hat es mit dem Agenten von Nocturnal auf sich? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens, der Halbmond für den Agenten der Täuschung, und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Warum kann ich nicht einfach alle drei sein? Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt, wenn ihr eure Wahl einmal getroffen habt, könnt ihr sie frühestens nach einem Tag ändern. Und nun? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Und ihr? Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es ist, als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. Ich hoffe nur, dass dies kein Ende ist, sondern ein Anfang. Der Anfang wovon? Nun, vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen, und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Wählt euren Weg, dann wird eure Reise beendet sein. Du bist Vollmond, nicht wahr? Kalia. Oh. Gallus. Ich hatte Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Er ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Werde ich euch je wiedersehen? Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Lebt wohl, Gallus. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Ja, Nachtigall, was gibt es? Habe ich jetzt irgendwas? Ja, fertig. Wir sind fertig. Das heißt, ich bin jetzt der Agent der Zwietracht, richtig? Kräfte? Genau.
Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Und damit beenden wir an dieser Stelle auch die Folge. So. Ich danke vielmals fürs Dabeisein und wir sehen uns am Donnerstag wieder in einer weiteren Folge. Macht es gut. Ciao.